Und somit endet unser wunderschönes Abenteuer in Mazda 3 tatsächlich. Ja, dies ist das Ende. Alle sind wohl auf, haben die Katastrophe überlebt und der Drache hat wohl alles zum Guten gewendet. Wie es tatsächlich jetzt leider, also wie es letzten Endes jetzt aussieht, konnte man ja leider nicht sehen. Weiß nicht, ob da die Entwicklungszeit für fehlte oder ob man das wirklich so absichtlich belassen wollte, dass man quasi seiner Fantasie freien Lauf lassen kann, was auch nicht verkehrt ist. Aber wir wissen, alles ist gut gelaufen, alle sind putzmunter. Wir sehen nochmal hier alle möglichen Charaktere, die wir auf unserem Abenteuer begegnet sind. Und es war wirklich ein sehr schönes Abenteuer und ich finde es auch schön, dass ihr mich so weit begleitet habt. Ich hoffe, ich konnte euch dieses Spiel wirklich näher bringen, weil es ist wirklich mitunter eines meiner Lieblings-RPGs geworden und ich finde auch eines der wirklich heftigsten Stories, die ich in meiner Lebenszeit kennenlernen durfte. Ihr habt wahrscheinlich auch gemerkt, dass ich im Kampf gegen Klaus mich echt zusammenreißen musste, nicht komplett in Tränen auszubrechen. Ganz habe ich es nicht geschafft. Das ist auch echt ein übler Moment. Aber es ist halt wirklich ein sehr schönes, kunterbuntes Spiel mit sehr verrückten Charakteren. Die deutsche Fanübersetzung hier ist auch super gut gelungen, also Murakami. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob du dir das jemals ansehen wirst oder so, aber falls doch, danke für diese deutsche Fanübersetzung. Das hat mich auf jeden Fall sehr erfreut, das Spiel nochmal durchzuspielen mit einer deutschen Fanübersetzung. Das hat mir echt Spaß gemacht. Ich hoffe, euch genauso. Ach ja. Ja, auf was gibt es sonst noch zu sagen? Ist auf jeden Fall wirklich ein schöner Nachfolger im Anschluss am zweiten Teil. Wenn auch halt leider sehr linear gehalten und in Kapiteln. Was leider auch sehr schade ist, was halt auch durch Information und sowas halt rausgefunden wurde, dass das Spiel leider entsprechend gekürzt wurde, um manche Stellen halt in dieser GBA-Version. Sprich, viele diejenigen unter euch, die Videos zur N64-Version gesehen haben, also sprich Beta-Version, also Videos zur Beta-Version von N64-Version, werden sich wahrscheinlich an einer Szene erinnern, wo die beiden Kinder in einem Waggon eine Fluchtsequenz hatten. Die gibt es ja hier in der GBA-Version gar nicht mehr. Also sprich, man konnte mit den beiden Kindern nicht vor den Drago fliehen. Sprich, das wurde kurz gehalten und man hat lediglich am Ende mitbekommen, dass Hinawa von den Drago umgebracht wurde. Sprich, gut, es wurde halt nicht direkt vorweggenommen, aber man konnte es dann halt auch entsprechend erahnen. Ja, aber da sowas fehlt, zum Beispiel fehlt dann komplett, was halt bei der ursprünglichen N64er Version angedacht war. Ist natürlich schade, wenn solche Kleinigkeiten fehlen, ne? Final Fantasy X ist auch sehr traurig, Terra, das stimmt allerdings. Habe ich auch vor 2 Jahren tatsächlich erstmals durchgespielt und habe mich am Ende auch tatsächlich hergerissen. Aber das Spiel ist halt auch schon heftig. Wenn man wirklich mit den Charakteren und der Geschichte wirklich mitfiebert, trifft einen das am Ende halt schon irgendwo. Ich meine, dass Klaus wirklich gegen Lukas dann gegenüberstehen muss und ja, ja, am Ende echt erst zur Besinnung kommt und ja, bevor wirklich diese Gehirnwäsche gar nicht los wird und die Nadel gezogen hätte, hat er sich dann dazu entschieden, ja, sich zu opfern, ne? Was halt irgendwo schade ist. Aber ja, auch die ganze Geschichteerhüllung spricht, dass alle mit einer fiktiven Erinnerung in dieser Welt lebten und quasi erst alles, ja, durch die Ereignisse, durch die Schweinsmasken und Porky sozusagen ins Rollen geraten sind und dadurch die Ereignisse halt so sich entwickelten, wie sie sich entwickelten. Dass quasi dann, ja, versucht wurde zwar noch Tasmilli noch einmal aufzubauen, beziehungsweise die mit diesen sogenannten Glücksboxen versorgt wurden, aber trotzdem manche ja einfach nicht nachgeben wollen und eine Glücksbox haben wollen. Sprich, eine perfekte Welt wurde damit nicht erschaffen. Es gab ja immer noch einige Spurköpfe. Und ja, Lukas hat sich halt nicht davon lumpen lassen und hat sich halt auf den Weg begeben, dann halt, ja, dem Ganzen ein Ende zu setzen. Sprich, wo er dann auf die Nadeln traf.
diese Aufgabe zu bewältigen und die Magicies, ja, deren Wunsch zu erfüllen. Was ja auch noch zum Guten gegangen ist, auch wenn es schwierig war, weil Lukas sich gegen diesen maskierten Mann, jetzt später ja Klaus, behaupten musste. Was ja auch geglückt ist, weil sonst wäre die Welt ja dem Untergang geweiht gewesen. Dank Porky, der ja wirklich alle Leute einfach mal einer Gehirnwäsche unterzog. Weil er einfach mal, ja, das Ende der Welt herbeischaffen wollte. Beziehungsweise, ja, nach seinen Plänen kreieren wollte. Er hat ja sein eigenes Imperium erschaffen. Ja, hat sehr viele Tiere und Menschen manipuliert. Also er hätte diese Welt wirklich fast seinen eigen nennen können. Wäre Lukas nicht gewesen und hätte das quasi, ja, noch ändern können. Selbst Fassad, der verschollene Magicy, Locria, ist natürlich schon irgendwo schade, wenn er sozusagen zum Bösen übergegangen ist und die anderen Magicies davon gar nichts mehr mitbekommen haben. Aber wenn Locria auch einfach mal ihr Haus, sein Haus, einfach mal im Hochhaus von Porky stationiert. Na, keiner wusste wirklich Bescheid, wo Locria abgeblieben ist. Und hat auch nie herausgefunden, dass Fassad Locria war. Ja. Trotz allem konnten wir Porkys Pläne vereiteln. Es war in seiner absolut sicheren Kapsel in Sicherheit. Ihm geschieht nichts. Er wird wahrscheinlich auch das Ende der Welt irgendwann miterleben. Aber trotz allem ist alles zum Guten gekommen. Wenn auch mit einem sehr traurigen Ende. Klaus musste leider sein Leben lassen. Und Lukas hat dafür gesorgt, dass die Welt noch zum Guten wird. Ja. Wie gesagt, ein langes und wunderschönes Abenteuer geht somit auch zu Ende. Die beiden Zwillinge. Die hätten gemeinsam bestimmt noch sehr viel Spaß haben können. Und da liegt noch der Türknauf. Tja, so fing alles an. Mit der Maulwurfsgrille, die dann einfach mal von Hinawa plattgetreten wurde. Jetzt sehen wir nochmal die ganzen Momente. Der Moment, wo Flint einfach durchgedreht ist, weil er erfuhr, dass seine geliebte Frau verstorben ist. Einfach weil die Schweinsmasken meinten, die Tiere einfach, ja, umzubauen zu müssen. Sonst wäre das Ganze ja nie so geschehen. Dann hätte Hinawa ihr Leben nicht gelassen. Aber gut, wenn diese Ereignisse nicht so ins Rollen gegangen wären, dann wäre wahrscheinlich auch die Wahrheit nicht ans Licht gekommen. Und Porky hätte möglicherweise seinen Plan so umsetzen können. Aber dazu hätte er natürlich auch die Kraft von jemandem gebraucht. Er hatte ja in dem Fall das Glück, dass Klaus von der Klippe wohl gefallen ist und kein anderer ihn gefunden hat. Und wahrscheinlich hat einer von Porkys Männern ihn tatsächlich auffinden können und ihn halt zur Großstadt gebracht, wodurch ihm dann die Gehirnwäsche unterzogen wurde. Weshalb er auch dann halt die Macht hatte, diese Nadel überhaupt ziehen zu können. Weil sonst hätte Porky, ja, das halt nicht schaffen können. Aber wenn man überlegt, dass ein einzelner Junge wirklich so eine lange Zeitreise auf sich genommen hat, viele Zeitepochen gesehen hat, um halt am Ende einfach nur die Welt zerstören zu wollen, weil, ja, die Pläne der Menschheit ihnen auf den Sack gehen. Weil sie sich am Ende sowieso zerstören werden. Was ja auch einen Funken Wahrheit beinhaltet, muss man ja auch sagen. Weil wenn die Menschheit so weitermacht, wie sie bisher weitermacht, ist es halt auch nur eine Frage der Zeit, bis halt wirklich alles den Bach runtergeht. Also die Botschaft dieses Spiels beinhaltet auch wirklich schon etwas
Realismus, muss man halt ehrlich so sagen. Was das Spiel aber halt auch tatsächlich ein bisschen besonders macht, dass es auch in dem Fall auch ein bisschen reelle Themen halt anspricht. Auf einer gewissen spielerischen Art und Weise. Das machen halt wenige. Aber mitunter muss man sagen, die Abenteuerreise, die die Kinder hier erleben, beziehungsweise Lukas, Kumatora, Duster und Bony, um halt sozusagen noch zu verhindern, dass halt die Welt untergeht. Das ist wirklich schon ein Abenteuer zwischen, ja, wie das Spiel sich selbst auch damals in den japanischen Werbungen beschrieben hat. Es ist verrückt, also seltsam, herzzerreißend und, seltsam, lustig und herzzerreißend. Genau, so war das. Es ist eigentlich auch was Wahres dran. Es ist seltsam, Maza ist allgemein seltsam. Es ist natürlich auch lustig, es hat auch ein paar lustige Momente und es hat auch natürlich herzzerreißende Momente, speziell gegen Ende. Aber es ist definitiv ein schönes Spiel, was mir definitiv im Herzen, ja, einen sehr guten Platz in meinem Herzen hat. Und wie schon gesagt, ich hoffe, ich konnte es euch auch wundervoll nahe bringen, dass ihr auch Spaß habt beim Zusehen. Und ja, ihr auch mitgefiebert habt und dieses Spiel genauso wertschätzen gelernt habt. Falls ja, empfehle ich euch, genießt es auch mal, auch wenn ihr die Story kennt. Und so, es macht trotzdem Spaß. Gerade wenn ich überlege, was für ein Wahnsinns-Soundtrack dieses Spiel hat. Es ist so umfangreich, so viele Musikstücke. Das haben wir echt wenige RPGs, gerade auf dem GBA. Dass sie das wirklich auf dem GBA fertig umsetzen konnten, ist halt fantastisch. Auch wenn es halt schade ist, dass es zu dem Zeitpunkt halt nicht mehr die Möglichkeit hatte, westliche Gefilde zu erreichen, weil es erschien Ende 2006, was heißt Ende? Quatsch. Es erschien im April 2006. Das ist bei Weitem nicht Ende. Auf jeden Fall hat es damit halt wenig Chancen, überhaupt noch im Westen zu kommen, weil wenn man überlegt, 2006 war der Nintendo DS ja schon eine Weile auf dem Markt. Gut, er konnte zwar halt GBA-Spiele abspielen, aber ich glaube, wenn man wirklich das Spiel damals noch übersetzt hätte, es hätte ja auch eine Weile gedauert, die Texte zu übersetzen, beziehungsweise gewisse Sachen wahrscheinlich auch abzuändern, weil so wie das Spiel ist, hätte man das wahrscheinlich so im Westen nicht veröffentlichen können, beziehungsweise überhaupt im Westen veröffentlicht, was halt wahrscheinlich auch sehr schwer geworden wäre. Bis zum heutigen Tage hat Nintendo es ja leider nicht geschafft, es überhaupt offiziell im Westen zu releasen, was halt wirklich sehr schade ist. Die einzige Möglichkeit, wenn man das Spiel physisch haben will, ist halt der japanische Import der GBA-Version. Spielerisch, wie gesagt, gibt es halt nur die GBA-Umsetzung bisher. Es sei denn, man hat auf der Wii U einen japanischen Account. Dann könnte man sich das Spiel dort holen, aber es sei denn, man ist des Japanischen mächtig, würde das in dem Fall eher wenig bringen. Was aber auch interessant noch zu erwähnen ist, weil es ja auch erst vor kurzem bekannt wurde, dass Reggie Fils-Aimé, sozusagen der damalige amerikanische Nintendo-Präsident, wohl mit Satoru Iwata damals noch im Gespräch war, Maza 3 auch im Westen für Wii U Virtual Console rauszubringen. Was allerdings ja nichts mehr wurde, weil Satoru Iwata dann ja leider verstarb, weshalb diese Verhandlung dann nicht mehr fertiggestellt wurde. Es wäre zwar nicht übersetzt worden, aber die hätten zumindest sich die Mühe gemacht, es dann auch in unlokalisierter Version bei uns zu veröffentlichen. Wie viel es gekostet hätte, wäre halt auch fraglich gewesen, weil was hätte uns ein japanisches Rollenspiel gebracht, außer man kann halt japanisch. Ist in dem Fall natürlich ein bisschen schade, dass sie es dann nicht übersetzt hätten, aber ich meine, überhaupt der Gedanke, dass der Gedanke da war, dass sie es doch noch machen wollten, ist natürlich schon fantastisch. Dass sie wissen, es gibt diese Fans, aber es leider letzten Endes dann doch nicht geschafft haben. Naja, der Wunsch und der Traum, dass es wirklich eine offizielle Übersetzung gibt, ist noch nicht verloren. Also noch nicht ganz, aber ich bezweifle halt, dass es wirklich noch eine offizielle Übersetzung von Nintendo von diesem Spiel ist. Ja, denn es bekommt vielleicht irgendwann mal ein Remake oder sowas. Ist ja zweifelhaft, aber ich meine, es gibt so viele geile Fans.
Es haben ja welche wirklich das Spiel innerhalb von 2 Jahren ins Englische übersetzt. Guten 2 Jahren. Und dann halt auch in sämtliche anderen Sprachen sogar teilweise. Es gibt so eine große Fangemeinde, diese Spielreihe. Es gibt sogar Fans, die einen 4. Teil machen wollten. Auch wenn er jetzt umbenannt wurde und mehr oder weniger schon ein bisschen anders wird. Es gibt trotzdem dieses Fangame. Die Rede ist von Oddity, falls das keiner kennt. Es wird wahrscheinlich noch eine Weile brauchen, bis die das Spiel fertigstellen, aber es ist sehr stark an Mother angelehnt. Und ursprünglich, sollte es zum 4. Teil werden, wird es jetzt eine eigene Geschichte haben mit weniger Bezug auf Mother. Also man wird noch einige Sachen vielleicht wiedererkennen. Aber es ist halt trotzdem was anderes. Es ist auch nicht verkehrt, dass sie das Ganze so umgehen, bevor Nintendo wieder kommt und sagt, wir nehmen das runter oder beziehungsweise ihr müsst das runternehmen, weil, ja, Nintendo kennt man ja in letzter Zeit, wie die ja viele Sachen einfach mal wegstriken. Ich meine, bestes Beispiel ist darunter ja Pokémon Uranium, das Fangame, oder halt NASA Metroid 2 Remake, also AM2R. Da ist Nintendo ja leider sehr stark hinterher. Auch wenn es wirklich klasse Fangames sind, muss man ja wirklich sagen. Aber in der Hinsicht ist es halt schade, dass Nintendo den Fans doch ein bisschen einen Stich in den Rücken gibt in dieser Hinsicht. Gut, wenn die Leute da, sag ich mal, mehr oder weniger mit Geld verdienen, kann man es ja verstehen. Aber ich meine, viele von denen machen es wirklich kostenfrei, einfach weil sie Fans sind, weil sie Spaß dran haben. Und dass Nintendo solchen Fans dann wirklich... ja, das einfach mal mies macht, ist irgendwo ein bisschen schade. Wenn man sich beispielsweise Sega anguckt, ich denke mal, das wissen auch viele, dass Sega jemanden wirklich, ja, eingestellt hat, der sozusagen die GBA-Version von Sonic the Hedgehog, ja, sozusagen so gemoddet hatte damals, dass es flüssig lief. Und Sega hat es gesehen und sich gedacht, diese Person brauchen wir. Diese Person hat unter anderem auch an Sonic Mania mitgewirkt. Wenn Nintendo sowas mal machen würde, die hätten keine Ahnung, was die damit wirklich schaffen und machen könnten. Das ist schon ein bisschen schade, wie sich Nintendo in der Hinsicht entwickelt, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist wenigstens schön, dass es trotzdem noch viele Fans gibt, die sich noch halt Mühe bei solchen Sachen wie beispielsweise halt Fanübersetzungen machen. Dass Nintendo da halt zum Glück noch nichts gegen mach. Beziehungsweise vielleicht auch machen kann. Weil das wäre schon schade, wenn die auch wirklich verhindern würden, dass es Leute gibt, die wirklich versuchen, Spiele den Leuten näher zu bringen, die halt keine Chance haben, weil ja, von offizieller Seite das sich vielleicht nicht lohnt. Oder es einfach es einfach nicht machbar oder umsetzbar ist. So auch wir hier mit diesem Spiel. Ja, nichtsdestotrotz, lange Rede, kurzer Sinn, sind wir einfach dankbar, dass es diese Fans gibt, die wirklich sich noch die Mühe machen, Spiele-Fans zu übersetzen, die es einfach leider nicht in den Westen schaffen. In letzter Zeit gibt es ja viele Spiele, die es noch schaffen, in den Westen zu kommen. Gott sei Dank, dass einige Publisher es mittlerweile einsehen. Square ist das beste Beispiel dafür aktuell. Und sonst gibt es ja Gott sei Dank auch die Möglichkeit, dass Nintendo schon viele Spiele auch nach uns gebracht hatte, die von anderen Publisher kommen. Groß zu nennen wären da jetzt beispielsweise die Bravely-Spiele oder auf dem 3DS noch Dragon Quest 7 und 8 und sowas. Haben wir manchmal echt Nintendo zu verdanken, dass diese Spiele überhaupt nach uns kamen und sogar auch übersetzt wurden. Also von offizieller Seite hat sich auf jeden Fall sehr viel getan und man merkt auch teilweise, dass es wirklich mittlerweile fähige offizielle Übersetzer gibt. Was ich mittlerweile, ich spiele das momentan privat, ja, Neo The World Ends With You. Und ich bin von dieser deutschen Übersetzung, oder überhaupt, wird das in anderen Sprachen wahrscheinlich auch genauso gut sein. Ich bin von dieser Übersetzung so positiv überrascht, dass ich mir wünsche, dass andere Publisher und auch so, dass es öfter solche geile Übersetzungen gibt. Also wenn ihr Neo The World Ends With You noch nicht gespielt habt, macht es. Das Spiel lohnt sich. Es ist wirklich eine sehr gelungene Übersetzung. Es ist eine sehr coole Story. Kann ich definitiv euch nur ans Herz legen. Und in nächster Zeit kommt ja auch noch Life Alive, auch ein Spiel von Square.
Wo ich mich allerdings frage, wer die Übersetzung übernimmt. Ob Squaresoft übernimmt oder Nintendo. Weil von dem, was ich herausfinden konnte, ist wahrscheinlich Nintendo der Publisher des Spiels in Europa. Zumindest kam es mir so vor. Ich kann es erst sagen, wenn das Spiel draußen ist, weil auf der Verpackung steht das ja immer so schön. Aber auch wenn Square ist, die haben sich ja wie gesagt übersetzungsmäßig in letzter Zeit auch echt gemausert. Und ich finde es einfach klasse. Und wenn das in nächster Zeit wirklich weiter so gemacht wird, wäre das schön. Ich würde mir echt wünschen, wenn dadurch vielleicht noch einige verpasste oder, wie soll ich sagen, einfach Meisterstücke, die wir halt im Westen beispielsweise noch nicht genießen konnten, dadurch vielleicht auch noch mal den Weg nach uns kommen. Das wäre so schön. Bei einigen Titeln auf jeden Fall. Und Nintendo sollte sich da wirklich echt nochmal überlegen, da irgendwie was in die Wege zu leiten bei manchen Titeln. Aber mit der Zeit werden wir ja sehen, was noch kommen wird. Ich denke mal, ich habe wirklich jetzt lang genug diesbezüglich drüber geredet. Aber es war so etwas, das mir halt auf der Seele lag und in diesem Spiel eigentlich auch ganz gut sich angeboten hatte, mal anzusprechen. Auch jetzt gegen Ende. Ja. Somit war es das jetzt mit Mother 3. War ein sehr schönes Projekt. Wie schon gesagt, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, bis zum Ende das zu verfolgen. Wow, es tut sich sogar noch was, wenn ich jetzt lang genug warte. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt noch viel geschieht, aber ich glaube, wir werden wahrscheinlich jetzt zum Titelbild gelenkt, oder? Das kenne ich jetzt noch nicht, glaube ich. Oder bleibt jetzt alles weiß? Ja, gut, es geht direkt zum Titelbild. Ja, dann ist es wirklich jetzt der Punkt gekommen, dass, ja, die Aufnahme zumindest zu beenden. Den Stream werde ich vielleicht noch nicht beenden. Mal gucken. Auf jeden Fall, wie gesagt, danke an die Leute, die mich bei diesem Spiel begleitet haben. Ich hoffe, ihr seid bei den nächsten kommenden Spielen dann auch natürlich dabei. Ja, hoffe, ihr hattet auch eine wundervolle Reise in diesem Spiel. Und wie gesagt, ich hoffe einfach, ich konnte euch dieses Spiel näher bringen, beziehungsweise sogar die Spielreihe, weil allgemein die Spielreihe ist, ja, was Eigenes, was Tolles, was ich halt wirklich nur weiterempfehlen kann. Und ja, wie gesagt, an dieser Stelle bedanke ich mich auf jeden Fall soweit fürs Zuschauen. Danke an den Leuten, die live dabei waren. Danke an die Leute, die sich das auch nachträglich noch angucken. Und ich hoffe, ja, dass ihr vielleicht das Spiel auch mal selbst angeht oder so, keine Ahnung. Oder ihr vielleicht die anderen Spiele mal spielt. Ich meine, wenn ihr eine Switch habt, könnt ihr sogar die beiden Vorgänger spielen. Problemlos, mit englischen Texten zwar. Aber das wäre die Möglichkeit, die beiden Vorgänger zumindest spielen zu können, offiziell. Wenn ihr den halt Nintendo Switch Online habt. Was ja für 20 Euro eigentlich ein akzeptabler Preis ist, wenn man dafür halt einige Klassiker spielen kann. Wenn auch blöd ist, dass momentan bei Nintendo, also NES-Spielen und Super Nintendo-Spielen nicht viel kommt. Aber ja. Ich meine, das sind schon Top-Titel da, aber ein paar Titel fehlen halt meiner Meinung nach noch. Aber nichtsdestotrotz würde ich jetzt trotzdem erstmal die Aufnahme hier beenden. Und wie schon gesagt, danke fürs Zuschauen. Danke fürs Begleiten dieses fantastischen und wundervollen Abenteuers. Und bis zum nächsten Projekt würde ich an dieser Stelle einfach mal sagen, wir sehen uns auf jeden Fall, beziehungsweise hören uns. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. DJKR Strikes Back.